So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dredge Part 4 schon. Ihr findet das Game immer noch mega geil. Ich finde es immer noch mega geil. Ich habe im Bettchen auf meinem Steam Deck ein bisschen weitergespielt. Aber nicht jetzt krass Story Progress technisch, sondern ich habe das Schiff geupgradet. Ihr seht, ich glaube, letztes Mal hatten wir nicht mal den neuen Rumpf. Ich bin mir gar nicht sicher. Und ich stehe jetzt... Also, was einfach in der Zwischenzeit passiert ist. Ich habe meinem Schiff mehr Slots... also, ich habe mehr Slots so auf dem Schiff installiert, damit ich von Hafen zu Hafen fahren kann und Glücksspiel anbiete. Da gibt es jetzt unterschiedliche Slots. Vierer Frachtslots, dann für Motoren und für Angeln. Und ich stehe kurz vor dem Riesen-Upgrade hier mit 9 Slots. Da wird so gemacht die ganze Zeit. Da brauche ich aber sehr viel Geld und noch eins von diesen veredelten Metallen. Also ihr seht, ich war fleißig. Ihr seht auch hier rechts, ich habe 2 neue Angeln. Die sind ganz geil, weil die eine Angel ist für Flachwasser, die andere für Küstennähe. Das ist ja das, was wir eben mit unserer vorherigen Angel, wir hatten ja vorher nur eine da, weil wir nicht so viel Angelslots hatten. Slots. Mann, Plätze! Und diese beiden ergänzen das. Also wir haben jetzt keinen Nachteil, wir haben immer noch Flachwasser und Küstennähe. Aber ihr seht auch, wir haben jetzt Mangroven und vulkanisch. Das bedeutet, dass wir in speziellen Gebieten auch, glaube ich, fischen können. Ich sehe gerade, hier oben ist eine Zusammenfassung. Fangbare Fischarten. Ja, also wenn wir auf unsere Karte gehen, dann sehen wir ja diese unterschiedlichen Areale. Wir sind ja gerade in den Sturmklippen. Und wir müssen halt jetzt mal herausfinden, wo Mangroven und wo vulkanische Fischarten sind. Weil ich dachte, hier bei den Sturmklippen ist mangrovisch. Aber ich habe hier noch nichts entdeckt, glaube ich, in der Zeit, wo ich hier war. Des Weiteren haben wir jetzt die Möglichkeit, uns hier, glaube ich, nicht, oder? Ach doch, wir haben hier die Möglichkeit, uns veredeltes Metall zu kaufen, eins. Nur das fehlt uns ja noch. Ich kann übrigens alles verkaufen, Digi. Mach ich mal. Nee, jetzt bin ich wieder bei der Werft. Fischmarkt. Zack. Und zwar... Oder brauchte ich noch was? Ich behalte es erstmal noch kurz, weil ich weiß gerade nicht, warum ich die noch habe. Manchmal hebe ich mir Sachen auf. Also... Ich muss Token runter machen. Hoppa, hoppa. Ne? So. Okay. Was ich noch sagen wollte. Also, auf der einen Seite können wir hier veredeltes Metall kaufen. Auf der anderen Seite, hier gegenüber, seht ihr diese Halle mit dieser Auffahrt da hinten? Das ist eine alte Walfängerstation. Und die habe ich jetzt freigeschaltet, indem ich da hinten bei diesem Eremiten eine Barriere hochgejagt habe. Der Bruder von dem Eremiten ist nämlich ehemaliger Walfänger. Und der hatte noch so einen TNT-Strang, I guess. Und mit dem habe ich dahin was hochgejagt. Und dadurch habe ich jetzt freigeschaltet, dass ich dort drüben bei der Walfischfangstation immer diese TNT-Sache mir kaufen kann. Und ich kann jetzt... Hoppala. Erstmal wieder warm werden. Aha. Und ich kann jetzt... ja, Fischen war leer. Oh. Und ich kann jetzt quasi unterschiedliche Dinge hochjagen in diesem Game. Also meistens oder immer Barrieren, auf die wir stoßen. So, erstmal hier ein bisschen wieder reinkommen, eine Runde fischen. Ich meine, that's what we are, you know, Fische, Fischer. So. Das heißt, hier zum Beispiel,
über der Spitze vom Mast, da ist ja ein Tunnel. Nein, nicht da, hier. Und da war vorher eine Barriere, die habe ich zum Beispiel jetzt mal hochgejagt. Theoretisch können wir... Also, ich bin ehrlich, hier ist es total gefährlich, weil hier fleucht diese Riesenseeschlange rum. Und rammt immer unser Tisch, unseren Tisch. Junge, was ist los mit mir? Unser Boot. Unseren Tisch, hä? Ich glaube Fisch und dann Tisch. Naja. Ich glaube, ich verkaufe jetzt hier alles. Ja, komm. Abfahrt. Cool. Es ist irgendwie immer noch ein bisschen zu laut. Ich weiß nicht, was abgeht, aber seitdem Brücke und Nasti hier waren, ist der Sound, ist das alles ein bisschen komisch. Naja. Ist auch egal. Vielleicht bin ich auch komisch geworden. Jetzt habe ich gespeichert und beendet. Wollte ich gar nicht. Okay. Das heißt, was können wir jetzt heute machen? Ich habe mir überlegt, entweder wir gucken mal, was wir an Missionen hier angehen können. Wir können zum Beispiel diesen Ruheort für die, ich glaube, die Architektin bauen. Wir können versuchen, bestimmte Fische zu fangen. Dafür hatte ich den Meereil noch. Ja, den verrotteten Meereil. Das hatte ich noch nicht gemacht. Okay. Genau, also entweder Mission oder wir fahren zum Teufelsgrat. Weil ich vermute, dass da vulkanisch ist. Teufel, Feuer, Lava, Vulkan. Aber ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir wollen jetzt wieder Meeresaal. Genau. Das heißt, ich kann euch das auch mal zeigen, was hier... Nee, genau. Wir holen uns erstmal explosiven Kram, weil... Weil dann können wir auch... Igittigit. Dann können wir hier auch nochmal in dem Gebiet ein bisschen... Sachen freibomben. Und ich glaube, es wäre cool, das Gebiet jetzt abzuschließen. Und ich schätze, wir machen das, indem wir hier natürlich alle Quests abschließen. Aber auch, da seht ihr Walfangstation, aber auch wahrscheinlich hier die Zugänge öffnen. Ein bisschen das Gebiet hochjagen mit Molotow, TNT, ne? So. Genau, das R. Und hier können wir jetzt Sprengladung kaufen. Ihr hattet gesehen... Drüben bei der jungen Dame ging das auch. Aber wir holen hier mal zwei Stück. Ich weiß gar nicht, mehr habe ich hier, glaube ich, auch gar nicht gesehen. So, jetzt fahren wir da nachts hin. Ist natürlich risky. Aber ja, wir wollen ins Innere mal vordringen. Und ich glaube, diese kleinen Schleichwege, die wir hier aufsprengen können, sind quasi die Safe Spaces... um dieser Riesenseeschlange zu entgehen. But I don't know, weil die hier nicht durchpasst. Weißt du? So. Das jagen wir jetzt hoch. Da hatte ich genau, da hatte ich nur die eine Seite hochgejagt. So, benutzt Sprengstoff. Boom. Klasse. So, jetzt wäre die Frage, wo ist das Vieh, ne? Ich glaube, am besten wäre, wenn ich warte, dass es vorbeizischt. Oder? Komm, YOLO. So, geradezu, dann kommen wir zu diesem Wasserfall. Jetzt nachts sieht man natürlich nicht so viel. Aber scheint ja auch ein besonderer Ort zu sein, oder? Kann man da durchfahren? Da kann man durchfahren, oder? Oh mein Gott. Leute, was ist er denn? Abyssal. What? Was ist er denn für ein riesen Hecht, Junge? Und im hinteren Teil der Höhle liegt auf einem Haufen Schutt eine verrottete Truhe. Ich schwöre euch, seitdem ich in Gothic... Moment, war es Gothic 1 oder 2? Weil im zweiten Teil kommt man ja auch ins Minental und da ist dieser Wasserfall auch. Aber seitdem ich in Gothic 1 oder 2 mal hinter einem Wasserfall geguckt habe und da eine Höhle war und richtig geil, da war irgendwie so ein Versteck von zwei Dudes, seitdem gucke ich in jedem Videospiel hinter Wasserfällen. Das ist das 0815 Versteck von Spieldesignern. Innen. So, sieh hinein. Oh! Irre.
absolute Ehrenaktion hier in diesem schönen Wasserfallversteck. Ja. Also, wenn ihr in echt auch Wasserfälle seht, springt einfach mal rein. Volles Meer. So, wisst ihr Bescheid. Ja, klasse. Und Abyssal kann man hier, das ist bestimmt richtig viel wert, wenn man das Vieh farmt. Okay, aber wo sind wir jetzt hier? Oh, da geht noch was. Aber kann ich wirklich mal gucken, wo sind wir jetzt hier? Sind wir genau gegenüber? Ja. Okay, so, hier können wir noch was fangen. Ozeanisch. Doch, kann ich ja. Ich habe ja jetzt, genau, das habe ich auch gemacht, sorry. Ich habe das Netz, das Fangnetz ausgebaut, verkauft, um die hydraulische Angelrute zu ordern, weil dann können wir jetzt auch ozeanisch angeln. Und das Vieh hier, ihr seht schon, ist ein bisschen tricky. Das ist ein Hecht. Also ein Riesenvieh. Teufelsrochen. Maschallah. Oh, hoppala. So. Klasse. Da können wir jetzt vielleicht... Ja, ist kacke, ne? Naja. Ja, vielleicht so. Korps wie gesprungen. Okay. Der ist aber auch gut was wert. Aber ich hätte hier eigentlich gern den krassen. Ich krieg den krassen nicht. Gönn doch mal. Ja! Oh mein Gott. Well, echt. Achso, warte mal. Zurückwerfen. Junge, was ist das? Das ist ein... Das ist ein Alienschiff. Heilige Scheiße. Der ist bestimmt richtig was wert. Crazy. Habt ihr das überhaupt gesehen oder sitze ich davor? So, wir brauchen Meeresaal. Deswegen sind wir eigentlich auch hier. Oh, oh. Ich höre, sehe, rieche, Riesenseeschlange. Stein summt leise, bla bla, lege Hand drauf. Das habe ich noch nicht ganz gereilt. Aber ich glaube, also es gibt ja diese Steine viel. Diese Orte, wo es heißt, ah, mystische Aura, und dann kann man die Hand drauflegen. Und ich meine herausgefunden zu haben, dass wenn das Auge oben rot wird, also unser Paniklevel rot wird, was geht denn jetzt ab? Dann... passiert da was? Hier ist ein Meeresaal! Ach nee! Hä, der jagt uns? Ich dachte, er patrouilliert! Ach du Scheiße! Dann sind vielleicht die kleinen Gänge dazu da, um Zuflucht zu... Ja, oder kommt er einfach irgendwann, wenn wir zu crazy werden? Jetzt ist der Meeresaal weg, weil Tag wird. Ich hasse mein Life. Jetzt ist er weg. Das ist ja spooky. Ich dachte immer, der patrouilliert hier. Aber der ist alt, der kommt einfach nachts, wenn wir crazy sind, oder was? So, da sprengen wir auch. Wir sprengen hier alles. Hä? Was war das? Ab und zu vibriert mein Controller, dann glaube ich, passiert hier irgendwas. So, weg damit. So, was geht jetzt hier? Das war kind of useless, oder? Hm. Okay. Wir fahren erstmal zurück, weil wir haben gar kein Inventar mehr. Ihr seht, ne? Also, ich glaube, die Fische werden auch nicht gerade kleiner. Es sieht ja auch alles gleich aus. Die Fische werden nicht gerade kleiner. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sein Schiff immer schön weiter upgradet. Genau, die Wracks hatte ich alle schon abgesucht, ne? Ja. So. Dann fahren wir erstmal wieder zurück. Jetzt vibriert wieder der Controller. Wir müssen auch unbedingt schlafen gehen. Das geht so nicht weiter. Warum vibriert die ganze Zeit mein Controller? Ist es, weil wir gerade im Panic-Mode sind? Der ist zu groß, ne? Ja. Scheiße. Sorry. Hm. Na gut. Okay. Wir... Hoppala. Ah, wir kriegen keinen Damage, wenn wir die Anleger... Ja, dahin. Seht ihr? Riesenvieh hier oben. Okay, also ich glaube, er patrouilliert.
oder S patrouilliert. Aber nachts, wenn wir im Panic Mode sind, dann chargt es uns. So rum? So. Verkaufen. Der bringt alleine 132. Heilige Scheiße. So. Dann Lager. Da holen wir das rein. Und wir können jetzt beim Rumpf... Boah, das ist krass. Gucke mal. Heftig, oder? Jetzt brauchen wir nur noch 800 Tacken. Ja, dann machen wir, glaube ich, das. Achso, Werft. Nee, rüber. So. Da holen wir... Guck mal, kostet hier genauso viel. Super. So, jetzt pennen wir. Reicht das schon? Ja, Auge ist weg. So. Jetzt gehen wir nochmal da richtig rein. Ich versuche mal herauszufinden, was hier überhaupt Phase ist mit dem Vieh. Haben wir hier irgendeinen Special Fish? Na, scheiß mal drauf. Oder doch, komm. Den haben wir vielleicht noch nicht. Ja, das ist ein Wrackenbarsch. Huch. Ja, gib mir den... Hat doch geblinkt. Hm. So, wir gehen hemmungslos rein. Wir sind noch deutlich schneller. Jetzt vibriert es hier schon wieder. Der ist doch in der Nähe. Da ist seine Höhle. Habt ihr es gesehen? Ich habe seine Höhle gefunden. Lol. Mach die Lampe an. Hä? Ist Nebel? Das kenne ich ja noch gar nicht. Wo bin ich gerade? Ah, Sprengung. Toll. Auf jeden Fall war ich hier noch nicht. Also schon, aber noch nicht jetzt in der Folge. So. Was hier? Wieder so ein Rochenvieh. Ah, vielleicht ein anderer. Nee. Ey, Leute, macht bitte das Licht wieder an. Ich weiß noch nicht, wo lang. Okay, aber ich brauche einen Meeresaal. Oh, das ist immer spooky. So ein komischer Sturm, der einen verfolgt. Oder eher so eine Wolke. Oh, oh. Ich hab doch extra hier pennt. Jetzt macht doch hier keinen Film. Vielleicht hätte ich mal ausschlafen sollen. Who knows? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Weil wir dürfen jetzt kein Damage mehr fangen. Sonst war es das. Das heißt, wir fahren straight zurück. Ich war nämlich noch nie Game Over. Noch nie Game Over. Ja, das war jetzt alles unglücklich. Aber dieser Nebel und das Vieh aus der Höhle. Jetzt vibriert hier alles. Ist er hinter mir? Hm. Also wir pennen jetzt mal aus. Ja, so, ne? Also im Detail kenne ich jetzt die Mechanik noch nicht, weil ich habe jetzt bewusst, ich habe halt hier noch nicht die Ansage gemacht, spoilert mich nicht. So normalerweise, ne, bei irgendwie Dark Souls oder so habe ich das sehr klar kommuniziert. Deswegen hatte ich ein bisschen Schiss, die Kommentare zu lesen. Weil ihr seid ja auch immer auch sehr motiviert, sag ich mal. Und genauso, ne, habe ich natürlich jetzt auch nicht online nachgeschlagen, was ich normalerweise dann aber auch bei bestimmten Spielen direkt mache. Aber hier wollte ich es bewusst nicht machen. Wie jetzt die Mechaniken funktionieren. Wie funktioniert, was genau ist mit diesem Auge und Panic? Ich versuche ja alles mir selber zu ergründen. Merkt ihr ja. Wir gehen sowas von pennen. Okay, er pennt ja immer bis 6 Uhr. Okay. So, jetzt Auge zu. Wie lange kann man pennen? Bis 6 Uhr morgens, right? 6 Uhr morgens wacht er immer automatisch auf, right? So. Kann man sich irgendwie seinen Zustand angucken? Nee. Aber wir haben hier den verwesenen Rochen übrigens, ne? Ja, toll. Krass. Naja, ja, also meine Theorie ist einfach, dass man mit der Zeit kaputter wird. Haben sie ja auch am Anfang mir gesagt. Und man dementsprechend... Oh, der andere ist verfault.
Naja. Man dementsprechend ab und zu schlafen muss. Aber ich glaube, wenn oben das Auge zu ist, ist so resettet. Also ich glaube, darüber hinaus gibt es da nicht irgendwie noch mehr zu retten. So, alles reparieren. Okay. Nochmal Sprengsatz. Oh, Forschungsteil. Manchmal bieten die Forschungsteile an. Da müssen wir sofort zuschlagen. Das heißt, weil irgendwie die kommen und gehen, die Sachen. Das ist heftig. Wir müssen sofort angeln. Und das Instant kaufen. Führt nichts dran vorbei. Das ist ganz wichtig. Oh. Oh, und hier ein besonderer. Zack. Oh, jetzt geht's aber los. Sofort kaufen. Wir wollen ja eh, dass ein bisschen Zeit vergeht und Nacht ist. Also, ne, was wir gerade überhaupt machen. Wir versuchen gerade eigentlich, auf der einen Seite hier ein bisschen alles zu ergründen. Auf der anderen Seite, also um das Gebiet auch abzuschließen und alles gesehen zu haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber die Quest erledigen. Hier ist eine Frau, da auf derselben Halbinsel wie der Walfänger, der ehemalige. Und die will einen vergammelten Meeresaal. Den muss ich angeln. Ich muss einen normalen angeln und den vergammeln lassen. Ist wild. Habe ich das überhaupt gesagt? Ihr seid bestimmt total verwirrt. Was hat der die ganze Zeit mit Meeresaal? Hat der Meeresaal im Arsch? Fischmann. Das reicht nicht, oder? Doch, Abfahrt. Geil. Ab ins Lager. Gönnen wir direkt, oder? Mein Lager. Achso, nee, warte. Forschung. Achso, ja, da könnt ihr auch mal sehen, ne? Also ich habe die beiden Angeln hier freigeschaltet, klar. Und jetzt, was hatte ich dann gedacht? Genau, Motoren. Ja, ich wollte den krassen Motor. Nice. Den können wir jetzt auch kaufen. Weil ich dachte mir, Schnelligkeit ist doch geil, oder? Aber ich merke gerade, ist Schnelligkeit nicht komplett egal? Weil wenn man schneller ist, vergeht das Spiel schneller. Weil wenn man steht, rückt die Zeit ja nicht voran. Man hat das Spiel schneller durch. Also der Progress ist in Echtzeit schneller, aber man hat eigentlich gar keinen Vorteil innerhalb in der Game-Welt, wenn man schneller ist. Oder? Man kann halt vor Viechern besser davon kommen. Aber die Zeit müsste dann ja auch schneller vergehen, oder nicht? Wobei, nö. Nö. Muss ja nicht. Hm. Also wenn das so wäre, dann wären bessere Motoren useless. Aber man müsste es mal testen. Ich müsste jetzt mal alle Motoren ausbauen und dann oben auf die Uhr gucken, wenn ich fahre. So. Also, da unten ist seine Kackhöhle. Da kommt er raus. Oder es. Das Seeungeheuer. So. Hier ist Holz. Geil. Abfahrt. Nee, oh. Davon habe ich immer so viel. Juckt halt gar nicht, das Zeug. Egal, nehmen wir mit. Abfahrt. So, was hier noch? Fischi, Fischi. Okay, und jetzt sind wir hier schon sehr am äußeren Rand. Ja, okay. So, wenn ich jetzt hier nach rechts fahre, da hatte ich eben zuletzt hochgesprengt. Jetzt vibriert schon wieder mein Controller. Was geht hier ab? Genau, hier hatte ich weggesprengt. Da war Nebel überall. Ja. Oder hier. So, und wenn ich jetzt nach rechts fahre, jetzt habe ich sogar gehört. Oh, hier ist Metall. Das nehmen wir mit. Das ist auch ganz fies. Das Vieh kommt auch, wenn wir hier am Metall angeln und so. Ich traue mich mal nicht mehr. So, hier müsste der Wasserfall sein. Geil. Korrekt. So, jetzt vibriert schon wieder und ich höre das Vieh. Das macht so ein bisschen... Aber wenn die Zeit stehen bleibt, wie jetzt, 17.14 Uhr, move das Vieh trotzdem. Das wäre ja broken. So, wir brauchen Meeresaal. Ich würde sagen, genau, da kommen wir wieder zurück zu dem mittleren Becken, sage ich mal. Das heißt, wir fahren jetzt mal da lang. Machen Lucky Lucky. So, jetzt ist Nacht, Senorita. Und ich hätte gern Meeresaal, einen richtig leckeren. Hier sind Rochen.
da. Es können Meeresale sein. Ja, ich weiß, Fernglas. Was ist das? Metall. Nee, das braucht. Also, ja, ist cool, aber ich bin jetzt gerade an was anderem dran eigentlich, ne? Ich baue jetzt mal kompromisslos einen Meeresaal. Ach. Lol, okay. Okay. Gut. Verstehe. Dann jetzt hier nochmal in den kleinen Tunnel. Der ist hier, right? Genau. Weil hier bin ich auf jeden Fall safe. So. Jetzt ist hier seine Höhle. Das heißt, ich muss scharf links. Und hoffen, dass er nicht rauskommt. Oder er patrouilliert halt schon. Ich hab's noch nicht ganz durchschaut, leider. Hier ist auch eine Höhle. Wait, okay. Vielleicht hat der so unterschiedliche Höhlen hier, wo er rausspawnen kann. Da auch? Da ist auch eine Höhle. Unterhalb des Wassers. Und am Meeresspiegel. Oh, das ist ganz eklig. Gib Gas. Ja. Nee, ich hätte gern einen Meeresaal. Nee, den brauche ich gar nicht. Ja, jetzt bin ich hier schon wieder im Panic-Mode, ne? Traue ich mich in die Haupthöhle? Komm, gönn. Also, ist ja keine Höhle. Hauptbecken hier. Meeresaal, Meeresaal. Du bist so glitschig. Was war das? What the fuck, habt ihr es gesehen? Meeresaal. Meeresaal. Ah! Er hat meinen Gesang gehört. Zack. So. Klasse. Wir gönnen direkt mehr. So, das reicht. Reingehauen. Das reicht uns schon. Jetzt müssen wir warten, dass der vergammelt. Aber wir dürfen auch nicht zu lang warten. Weil sonst ist der komplett vergammelt. Perfekt. Der bringt Money. Den können wir, damit können wir jetzt nochmal den Bug voll machen, ne? Oh. Scheiße. Der ist halt zu groß. Kriegen wir es irgendwie? Nee, keine Chance. Keine Chance. Der bringt wahrscheinlich mehr Geld. Ich weiß es nicht. Ja, wir machen lieber jetzt noch mit kleinen Fischen alles voll. Oder hier jetzt. Genau. Das geht. Weil wir können ja auch so als nächsten Step, wenn wir hier so ein bisschen fertig sind, sag ich mal, können wir der Architektin da mal ihre neue Bude bauen. Da habe ich gar keinen Platz für. Okay. Das war doch erfolgreich. Aber wir haben jetzt wirklich aber dann auch alles ergründet. Also ein spezieller Ort ist halt noch der Wasserfall. Ansonsten gibt es halt weiterhin diese Tempel, Schreine. Ne? Am Strand immer. Immer. Da gibt es halt noch Sachen. Guck mal, aber jetzt bin ich ja Panik. Jetzt bin ich Panik. So, jetzt probieren wir es mal aus. Wir sind im Panic-Mode. Ne, jetzt ist das Auge nicht mehr rot. Jetzt abgeklungen. Krass. Also über dem Tag klingt das auch ein bisschen ab. Oder wie? Aha. Interessant. Und jetzt wird sogar bläulich. Ey, nee. Nein. Oh. Die klauen Fische. Wenn die mein Meeresaal klauen, bin ich sauer. So. Wir sind in der Werft. Deswegen halte ich auch ein Meeresaal, glaube ich, in Reserve, falls mir einer über Bord geht oder so. Ups. So. Lager. Ich weiß nicht, ob ich so einen Aal auch ins Lager stecken kann und der dann da verwest. Könnte ich eigentlich mit einem ausprobieren, oder? Aber dann kann ich halt nie nachchecken, ob der noch da ist. Also ich muss immer hinfahren und gucken. Also ob er schon verwest ist. Aber ich könnte es mal ausprobieren, ob das überhaupt geht. Oh. Hoppala. So, wir haben ultra viel Stuff. Ultra viel Stuff. Okay, pass auf. Wir... Das ist jetzt risky, weil ich nicht weiß, wie schnell der verwest. Aber was wir machen können... Wir können versuchen,
nach Kleinmark zu fahren. Um da mal unser Lager leer zu verkaufen. Wir haben nämlich super viel so Antiquitäten, die man da ja verkaufen kann. Dieses quietschende Geräusch war, glaube ich, meine Kaffeetasse am Mikro. Ich weiß nicht, ob ihr es... Ja, doch. Ihr hört das auch, klar. Achso, die Kapuzenhainis. Die, da hatte ich da hinten auch nochmal einen entdeckt. Aber ich schaffe immer... Etwas schlüpft in einem Frachtraum. Oh weia. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Weil es schlüpft ja nichts. Also die Fische sind einfach nur infiziert. That's it. Aber was dann passiert darauf, habe ich actually es noch nie drauf ankommen lassen. Kann ich mal machen. Hier können wir übrigens auch was abgeben. So, ging doch schneller als gedacht. So, Kleinmark. Oh, das hier, irgendwie ist hier... Hier fühle ich mich direkt wohl. War cool früher hier, ne? Ach, die Dinger, ja. Hm, okay. So, pass auf. Ah, schön wieder hier zu sein. Erinnert irgendwie auch alles ein bisschen an Dorfromantik, finde ich. Händler. Geht das direkt so aus dem Lager? Ja, klasse. Dreisisch. Boah, Junge, jetzt geht's ab. Heilige. Omega. Lul. Junge, das waren 400 Tacken. Und ein bisschen weniger. Das ist ja krass. So, und das gehen wir für die Quests jetzt ab. Okay. Wir haben ja noch einen trauernden Vater und einen Dockarbeiter. Gut. Wir können mal ein bisschen Story langsam gucken, weil ich glaube, diese Frage mit etwas schlüpft in meinem Frachtraum und bla, also ganz offensichtlich geht ja hier irgendwas vor, weil viele Fische sind infiziert. Warum eigentlich? Hinterfrage ich gar nicht. Hier gibt es anscheinend sehr viele Schiffswracks und seltsame Vorfälle. Ich meine, wir sind selber hier so hingekommen, wir sind Schiffbruch gegangen. Und mich hat es bisher null gejuckt, weil ich nur auf Min-Maxing aus war und geil fischen viel und upgraden Schiff. Vielleicht können wir mal ein bisschen auf die Story eingehen. Also, was weißt du über die seltsamen Vorfälle? Vor ein paar Jahren habe ich in der... Der hat eine Kippe im Mund, ne? Vor ein paar Jahren habe ich in der Kippe eine Geschichte gehört. Klang ziemlich haarsträubend. Vor etwa 20 Jahren soll ein Fischer aus der Gegend eine verschlossene Truhe vom Meeresgrund geborgen haben. Sie hebelten sie auf und nahmen sich, was drin war. In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf und seither hüllt das Meer jede Nacht ein. Ah! Deswegen sehen wir nachts nie was. Ich dachte, es liegt einfach daran, dass es dunkel ist. Was in dieser verfluchten Truhe war, weiß niemand. Aber alle, die hineingesehen haben, wurden verrückt. Oder Schlimmeres. Truhe und Mannschaft sind daraufhin spurlos verschwunden. Doch der Nebel blieb. Verrückt, was? Ja, aber vorhin war doch noch mehr Nebel. Okay, aber jetzt wissen wir wenigstens mal, was so Ausgangslage war. Okay, good to know. Good to know. So, dann kurz Quest-Item abgeben, da hinten. Übrigens, Holz? Klasse. Holz ist klasse. Wann schlüpft der Meeresaal? Und ich spreche nicht über Verwesung. Holz ist nice. Gefühlt kriege ich das immer am seltensten. So. Hat sich hier irgendwas verändert? Infiziert. Die Leute wurden verrückt. Das ist sehr verrückt. Oh. Wir fahren... Nee, wir fahren richtig. So. Ah, und deswegen auch mein Auge, weil ich verrückt werde. Und deswegen muss ich pennen. Interessant. So, das muss, glaube ich, in den Frachtraum. Klasse. Du bist halt zurückgekehrt. Ich war nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Ja. Du zerrst die große Musiktruhe in den Raum, die so schwer ist, dass die Bodendielen unter ihr ächzen. Den Sammler scheint es nicht zu kümmern. Er ist ganz auf die Truhe konzentriert.
Mission erfüllt. Oh, jetzt passierte ganz viel. Steam Achievement auch. Und das hast du in den Klippen gefunden? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, doch, ich glaube. Da war ich die ganze Zeit. Ah, hervorragend. Dies sollte künftige Rückreisen ein wenig verkürzen, wenn du erlaubst. Er wählt eines der silbernen Bänder aus, die aus dem purpurnen Buch hängen, und schlägt es auf. Er wendet sich in den schwachen Lichtschein und liest flüsternd vor. Ein paar Sekunden fühlst du, wie dein Magen absackt, als würdest du von einer Welle hochgehoben. Er schließt das Buch und wendet sich dir wieder zu. Fähigkeit freigeschaltet, Manifestation, kehre sofort zur Schwarzfelsinsel zurück. Wir können uns teleportieren? Also, es gibt noch mehr Relikte da draußen. Mach dich auf die Suche. Am Riff beim Sternenbecken könnten sich Wrackteile gesammelt haben. Suche zuerst diesen Bereich ab. Easy. Die Worte, die du mir vorgelesen hast, was haben sie mit mir gemacht? Das Buch bringt die Macht der Tiefe mit sich. Der Tiefe in sich. Birgt die Macht der Tiefe in sich. Ruhig, Max. Ich habe seine Kräfte lediglich auf dich erweitert. Gibt es eine Kraft, die dich besonders interessiert? Ja. Manifestation. Der Gebrauch dieser Formel löst einen tranceähnlichen Zustand aus. In diesem Zustand vergeht die Zeit rasend schnell. Wenn es vorbei ist, findest du dich hier wieder. Ah, aber exzessiver Gebrauch wäre nicht so geil. Okay, ich habe beim letzten Mal, als ich Eile bekommen habe, gar nicht gecheckt, dass das daher kam, weil ich eine Sache abgegeben habe. Sondern ich dachte, es wäre dann einfach so Story Progress. Geh hinein, ist offen? Nee, okay. Also, wir haben diese Quest von ihm, dass wir Relikte suchen sollen und ihm bringen sollen. Und jedes Mal, wenn wir ihm ein Relikt bringen, bekommen wir eine neue Fähigkeit. Das ist ja Affen. Geil. Good to know. Also ja, ich hatte ja schon beim letzten Mal Eile bekommen, aber ich dachte, es wäre so ein einmaliges Ding, dass ich da jetzt dieses Eile bekommen habe. Aber dass wir wirklich jedes Mal etwas bekommen, wenn wir ein Relikt abgeben, ist ja eine ganz neue, geile Erkenntnis. Mashallah. Nice. Sehr nice. Ja, ich fahre jetzt erstmal zurück, weil ich muss den Aal abgeben. Wann ist der denn verwest? Oder ist infiziert verwest? Hm. I don't know. Ich guck dir mal in der Truhe an. Achso, übrigens. Enzyklopädie, ja, cool. Paar unterschiedliche Makrelen, Hammer. Ich glaube, ich rede mal mit den Leuten ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist so der Punkt, wo wir das tun sollten. Oder müssten. Oh, jetzt kommt hier wieder diese komische Scheiße. So. Was sagt der im Lager? Zustand verdorben. Ach, infiziert überschreibt quasi die Möglichkeit, dass er verdirbt, oder was? Okay. Okay, krass. Okay. Geil. Neue Erkenntnis, die Dinger verderben in der Box. Wer hätte es gedacht? So, dann jetzt schnell abgeben. Hallöchen, Popöchen. Einwohnerin. Hier. Perfekt, der ist wunderbar. Ich kann jetzt zum Dank eine kleine Summe bezahlen. 150. Das war alles. Ja, das war ja scheiße. Schlaf. Oh. Gut, dann... Was machen wir jetzt? Ich habe das Gefühl, ich habe hier alles abgeschlossen. Ich habe alle Quests hier erledigt. Ich habe alles aufgesprengt. Ich habe das Relikt hier gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei jeder Inselgruppe ein Relikt gibt. Okay. Als nächstes wäre Sternbecken dran. Das gefällt mir nicht, weil ich habe ja vulkanisch Angeln. Aber vielleicht ist es da auch so. Okay. Wir können aber erstmal zur Stahlspitze fahren, um der Architektin die Bude zu bauen. Das machen wir zuerst. Ah, kann ich mich jetzt mal teleportieren?
Holy shit, das war eine geile Animation. Haben wir Damage bekommen? Nee, wir haben kein Damage bekommen. Warte mal. Der infizierte Meeresaal ist jetzt weg. Den hat sie genommen. Und der ist jetzt auf einmal nicht mehr verdorben, sondern verrottend. Das heißt, der ist wahrscheinlich gleich Müll. Heißt das, Moment, heißt das, sie hat den infizierten Meeresaal genommen, weil der auch verrottet, verdorben war, aber stand da nicht, weil der auch infiziert war und das quasi überschrieben hat, aber der galt auch als verdorben und sie hat einfach random den genommen anstatt den hier oben? Oder wollte sie wirklich einen verrotteten, einen infizierten, sorry. Infiziert, verdorben, verrotten. Tent. Oder wollte sie wirklich Infizierten und das Game hat es falsch übersetzt? Nee, ich glaube, der war auch verdorben, aber eben auch infiziert. Und das Spiel hat hier nicht die Möglichkeit, beim Zustand zwei Zustände aufzuführen. Auch wenn das Item hidden zwei Zustände hat. Das ist es, glaube ich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein Übersetzungsfehler oder so war. Ja, die müssen wir auch mal ausfragen. Die will ja immer Stress. Die Leuchtturmwächterin wartet am Dock auf dich. Sie sieht verärgert aus. Ich habe dich weit hinausfahren sehen. Du hast die Tiefen überquert. Hältst du das wirklich für klug? Es war okay. Diesmal vielleicht. Du musst vorsichtiger sein. Selbst jemand mit all deiner Erfahrung kennt das Meer niemals ganz. Das kann niemand. Sie dreht sich abrupt um und geht. Ihre Augen suchen das Wasser ab, während sie vom Dock... Junge, Oberwachtmeister wird. Okay. Was geht bei ihm? Nichts, wa? So, den können wir jetzt mal verkaufen. Okay. Hab nur kurz mal gelesen, was er gesagt hat. Nichts Relevantes. Ist dir in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Der Nebel verhält sich, als wäre auf die Lichter reagieren, die ihn durchschneiden. Er wirbelt umher und schlägt gegen die Felsen. Von der Spitze des Leuchtturms aus sehe ich schattenhafte Gestalten in der Finsternis jenseits von Kleinmark. Meinen Sie die mit den Kapuzen? Ist auch wie bei Gothic, ne? Die Jungs mit den Kapuzen? Naja. Und nichts scheint sie wütender zu machen als deine Scheinwerfer. Okay. Das heißt, wenn ich Scheinwerfer an hab, trigger ich die heftiger? Die schattenhaften Gestalten. Das ist wahrscheinlich sowohl diese komische rote Sturmwolke, als auch irgendwelche Meeresungeheuer, etc. Bürgermeister. Seltsame Vorfälle. Nun, ich habe gehört, dass es mit meinem Kollegen in Kleinmark ein böses Ende genommen hat. Hat der Bürgermeister da oder was? Man sagt, er sei ganz plötzlich verrückt geworden, am Strand entlang gerast und habe die Habseligkeiten fremder Leute im hohen Bogen ins Meer geworfen. Das ging ein paar Tage lang so, dann ist er verschwunden. Heute erzählen wir die Geschichte vom alten Bürgermeister den Kindern, um ihnen Angst einzujagen. Cool. Nicht viele erinnern sich an ihn, auch ich nicht. Okay, ja, aber du hast doch gerade erzählt, was... Die sich daran erinnern, wollen nicht darüber sprechen. Eine höchst unerquickliche Geschichte. Okay. I guess. Gibt's hier irgendwas Tolles zu kaufen? Ich meine natürlich da. Der fette Motor. Abfahrt. Dafür müssen wir erstmal die ausbauen. Das sind übrigens alle mittlerweile die verbesserten Außenborder. So, die beiden zusammen bringen 16,6 Knoten. Und der bringt 36,8 mit demselben Platzverbrauch. Voila. Ne, verkaufen. Und rein damit. Das ist ja der Hammer. Jetzt sind wir einfach... So, und das triggert mich, dass der falsch rum ist, you know. Das müssen wir jetzt einfach machen.
Was habe ich gerade erzählt? 31,6 hätten doch die beiden zusammengebracht, oder nicht? Hä? Was laber ich? Ja, 31,6 Knoten. Ich habe, glaube ich, gerade was anderes gesagt. So, und der bringt 5,2 Knoten mehr mit demselben Platzverbrauch. Das ist schon gut. So, dann Holz. Nee, genau. Was brauche ich für die Quest? Bei der Architektin 2 Holz, 2 Schrott. Schrott ist das, ne? Geil. Dann fahren wir jetzt dahin. Oder mussten wir sie irgendwie mitnehmen? Ich weiß es ja nicht. Naja. So, ist auf jeden Fall da. Geil, dann haben wir das auch. Ist einfach so ein geiles Game, Leute. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn noch sagen? Es ist wirklich ein nass-arsch geiles Game. Mega mäßig, würde der Bohlen sagen, ne? So. Dies ist die Insel, auf die du die Materialien für die Architektin liefern sollst. Ja. Toll. Okay. Zack. Du hast alle nötigen Materialien geliefert. Du solltest die Architektin informieren. Okay. Wo war die nochmal? Großmark, oder? Großmark, ja. Okay. Ach, guck mal, der Teleport lädt auf. Lol, der hat eine Abklingzeit. Aber auch wenn wir stehen? Nee, nur wenn Zeit vergeht. Krass. Okay. Oh, was ist da? Schrott. Ja, scheiß drauf. Junge, das ist übrigens ein fetter Fisch. Ist der ozeanisch? Ja. Den hatte ich noch nie. Was ist das? Ein Hai. Junge, wir haben einen Hai. Junge, passt ja wie angegossen. Bonzehai. Erschöpft. Krass. Den hatte ich da schon länger immer gesehen. Riesenvieh, aber war immer ozeanisch. Klasse. Können wir gleich auch Enzyklopädie abhaken. Ein wundervoll bunter, aber tödlicher Jäger. Jetzt können wir mal gucken, was der einbringt. Fischhändler. 102. Auch nicht schlecht. Okay. Architektin, da unten. Du hast es geschafft. Nun, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren. Es muss weitergehen. Ah, jetzt sollen wir sie transportieren. Ja, komm mal in die Kajüte. Leb wohl, Großmark, ich verlasse dich. Ja, ja. Ciao, Kakao. Hätte man cooler sagen können an ihrer Stelle, finde ich. Da gäbe es einige qualifizierte Sprüche, die besser wären als Leb wohl, Großmark, ich verlasse dich. Ist jetzt hier schon wieder Mission? Ja, gut. Ist klar. Hä? Okay. Sorry, war gerade ein bisschen irritiert. Ja, die sind irgendwie nur hier. Das habe ich mir auch schon gedacht. Da hinten, die Fake-Schiffe. Die Anglerfische. Die sind nur hier. Ach nee, du. Weil die waren bei den Klippen gar nicht. Aber dafür war da halt die Seeschlange. Sind die schneller als ich? Ist ein Wettrennen, ne? Oh, jetzt hier so ein Nebelding. Okay, also nachts ist Nebel. Wow. Ich dachte irgendwie immer, das wäre einfach die Nacht, you know? Bitte lass es. So. Bin ich hier jetzt safe, wenn ich hier anlege? Ja, oder? Ja, fährt weg. Lol. Gib mir ein bisschen Zeit, bis hier alles aufgebaut ist. Dann bist du jederzeit herzlich willkommen. Sie greift in ihre Werkzeugkiste und holt eine Handvoll Teile raus. Nimm die hier. Forschungsteile. 2.
Lecco Mio. Nice. Okay, wir pennen. Ey, vielleicht ist das Schlafen wirklich doch nur zum um die Zeit zu vertreiben. Das könnte auch... Das könnte auch sein. So. Ja, scheiße. Ich leg ab, direkt... Boot gedamaged. Okay, wir haben auch ein bisschen Knete, ne? Ja, 500, Alter. Dann holen wir nochmal einen Bonzenhai hier. Bronzehai. Hä? Was ist mit dem kaputt? Weil meine Ausrüstung kaputt ist. Egal. Und Attacken. Das können die Reparaturkosten sein. So. Da müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren, volle Lotte einfach gegenzufahren und zu gucken, was passiert. Oh, der hat sogar 108 gebracht. Cool. So, Reparatur 30. Entspannt. Forschung. Was machen wir jetzt? Zwei Forschungsteile. Erbisse. Die ist krass, weil... Die... Nee, die verbraucht actually genauso viel Platz wie die beiden zusammen. Aber sie hat mehr Fanggeschwindigkeit. Das ist es halt. Ne? Verbraucht genauso viel Platz und hat in Summe die gleichen Qualitäten oder Fischarten, die man fangen kann. Aber sie hat mehr Fanggeschwindigkeit. Das heißt, vergeht auch nicht so viel Zeit beim Fischen. Da vergeht immer sehr viel Zeit. Das ist actually... Hm. Ich glaube, Fangzeit ist actually... Fanggeschwindigkeit ist halt wirklich der Wert, mit dem man in der Ingame-Welt am schnellsten Progress generiert. Warte mal. Oh, shit. Sorry, ich bin hier übers Kabel. Ich höre euch gerade nicht. So, ich wollte gerade sagen, hier ist irgendein Störgeräusch. Ich mache das kurz mal weg, ja? So. Nee. Ja, das ist hier, weil die hier wieder umgebaut haben. An! So, jetzt weg. Oh. Hi. Ja, dann holen wir die. Also, wir forschen darauf. Ich investiere. Steht da ja. So. Oh, Zeit vergeht. Ich will zocken. Wir machen Folgendes. Wir fahren jetzt zur nächsten Inselgruppe. Nach Sternenbecken. Ich würde gerne Marker setzen können und oben das im Kompass sehen oder so. Aber wäre ja auch ein bisschen billo. Nee, das ist schon gut so. Wir können jetzt hier nicht in jedem Spiel immer den Arsch gepudert bekommen. Was war das? Südwesten. Ich bin ja ein Seemann. Nächste Woche... Oh, ein Bronzehai. Nächste Woche fahre ich tatsächlich segeln mit meinem Vater. Zack, haben wir. Noch einen. 100 Tacken pro Fisch. Wenn das nichts ist. Gewinne, gewinne, gewinne. Oh, aber die sind wirklich kacke zu lagern, ne? Noch einen kann ich mir gar nicht... Geht gar nicht. Ist aber auch erschöpft. So, Abfahrt. Die Inseln klappern wir jetzt ab. Kenne ich das hier alles schon? Ja. Oh, da ist ein Schiffswrack. Oh, hier ist noch ein Bronzehai. Alter. So, was geht hier? Boah, hier ist ja auch einiges los. Holy shit. Können wir es überhaupt lagern? Ja. Ja, aber brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Wir haben auch echt das Lager voll mittlerweile. Aber good to know, dann weiß ich, hier komme ich hin, wenn ich Stuff brauche. Ja. Krass, okay. Gut, so was bietet die Insel? Ah, hier wird es tropisch. Guck mal, hier stehen Palmen. Geil. Den kennen wir, das ist, glaube ich, eine Makrele. Hier ist sonst nichts auf der Insel, oder?
Jetzt ist 18 Uhr. So, was ist das? Nee, ja, wobei, das verbraucht sehr wenig Platz. Das ist Wolf. Und vergammelt nicht. Das ist halt der Vorteil von diesen Antiquitäten. Oh, ist ein Pokal, actually. Kenn ich noch gar nicht. Gut. So, jetzt Nacht. Ja, heftigerer Scheinwerfer wäre, glaube ich, auch krass. Das nehmen wir auch mit. Das ist halt wirklich einfach mega geil, immer zu farmen, weil, wie gesagt, es verdirbt nicht. Und es ist oft sehr klein und trotzdem wertvoll. So, was geht hier? Eine merkwürdig aussehende Truhe, halb von Sand bedeckt. Sieh hinein. Okay, erstmal eine Dublone. Und ein kleines Stück Papier mit einer Linie drauf. Vielleicht für eine Quest. Vielleicht brauchen wir jetzt noch eine andere Hälfte quasi von dem Papier. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir zu dieser Insel kommen und dann irgendwo anlegen. Und hier ist jetzt auch irgendeine andere Scheiße nämlich. Wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass hier irgendein Gegner wartet, den wir noch nicht kennen. Wir sehen den schwarzen Punkt, der ist genau vor uns. Wir müssen rechts um die Insel herum. Da, wo das Ding ist. Scheiße. Was ist das? Irgendwelche Quallen? Alter, was geht denn hier ab? Flaschenpost? Hier sind Quallen. Okay, so, hier können wir anlegen. Servus. Wir pennen erstmal. Labor? Was geht denn jetzt ab? Labor. Das Labor liegt in Trümmern. Ausrüstung und Forschungsunterlagen liegen überall verstreut herum. Wo möchtest du suchen? Okay, wow, ist alles verlassen. Ist eine Forschungsstation. Generator. Ein alter Generator stottert und sprotzt vor sich hin. Aha. Ich habe hier nicht mal ein Lager? Okay. Ja, hier wieder diese komische Schnitzeljagd. So, dann gegenüber. Ja, die Quallen sind jetzt weg. Aber jetzt sind hier blaue Quallen auch. Oh mein Gott, was geht da ab? Sind wir auf Mos Eisley nur unter Wasser? Hier soll das Relikt ver... ne? Oder? Was? Junge, das würde ich Mos Eisley. Ich weiß nicht. Will ich es triggern? Eigentlich nicht, ne? Was ist hier? Vielleicht ist das über Tag, tagsüber ruhig? Saphir-Ohrringe. Okay. Nur genau in der Mitte ist was. Abfahrt. Schnell, schnell, schnell. Hadal. Ich brauche Hadal. Dann kann ich ihn... Ah! Ich brauche Hadal, dann kann ich... Alter! Okay, okay, okay. Okay. Ich brauche Hadal, dann kann ich das Vieh fischen oder was. So, hier. Oh, shit. Ich brauche ein bisschen Geld. Sieht schön aus, aber ich merke gerade, ich habe gar keinen Platz. Ja, ich muss jetzt mal hier verkaufen und ablegen und bla. So, da, genau. Hier ist jetzt eine andere Mucke und so. Krass. Okay. Okay, die fahrende Händlerin ist überall. I see. Wir reparieren für 60. Dann Fischmarkt. Ah, weil der schon verdorben. Beide sind schon verdorben, deswegen sind die deutlich weniger wert. Na gut. So, dann Lager. Ich hätte gern so... Also ich finde, da kann man noch ein bisschen Quality of Life Verbesserung bringen. Irgendwie ein Button, das halt nicht nehmen, sondern genauso wie zum Lager, das ist ein Button. Ach so. Oh mein Gott. Gab's das schon immer? Oh Gott.
Ja, toll. Habe ich das jetzt auch entdeckt? Ich fordere es ein und es gibt es. Und ich bin einfach nur zu dumm, es zu sehen. Hammer. Gut. Ich würde jetzt hier super gerne alles... bisschen fischen und so, alle neuen Fische entdecken. Dredgen. Aber, meine Damen und Herren, ich würde tatsächlich eher sagen, haben wir 800 Tacken? Haben wir nicht. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Wenn ihr noch weiter Bock habt, zocken wir weiter. Und dann wird hier alles ergründet mit dem riesen Mos Eisley-Vieh, Tentakel, Oktopus, Ungeheuer, Kraken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.